Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit Rikos und mir. Guten Tag. Hi, schönen guten Tag. Zellos hat Geburtstag und hat sich freigenommen, der Schmock. Ja. Schon erhört. Oder? Ja. Und das als Gamer, ne? Ja, könnt ihr den Tag mit uns verbringen? Ja. Ja gut, würde ich auch nicht machen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Genau, ja, ich hatte es eben schon gesagt, ich bin so ein bisschen erkältet. Meine Frau hatte die Krankheit, die so ein bisschen ähnlich klingt wie Corinna, die wir hier nicht ansprechen wollen. Ja, wir wollen auch keine Bierwerbung machen. Deswegen. Genau. Deswegen bin ich ein bisschen erkältet. Ich war allerdings negativ. Deswegen alles gut. Und negativ geht's auch wieder gut. Ja, genau. Aber wenn ich hüstel in dieser oder in den nächsten Folgen, nicht wundern. Ist einfach so. Ja, ich hatte mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das so Verschwörungstheorie-Scheiß ist. Vielleicht, Rikos ist unser Experte dafür. Natürlich. Ich habe gehört, wenn man in der Corinna-Zeit Corinna gesagt hat, dass YouTube die Videos speziell gekennzeichnet hat intern, falls irgendwelche Idioten oder Rechte da irgendeinen Schwachsinn posten, dass sie das direkt löschen können. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich könnte mir das sogar theoretisch vorstellen, weil, also nicht, weil es sinnig ist oder weil die das kontrollieren, sondern weil es technisch, glaube ich, kein Problem wäre mittlerweile. Ich habe da auch eine sehr interessante Sache gehört. Ich habe allerdings nicht weiter recherchiert. Das hatte ich auch in der Gruppe von uns geschrieben. Es gibt mittlerweile schon so Apps, die hören unsere Sprache, wie ich jetzt sage, hallo, guten Tag, ich heiße Barry. Und die übersetzen die dann quasi, ich weiß nicht, ob die instant übersetzen können oder ob du die dann übersetzen kannst und runterladen kannst, quasi dann in perfektes Japanisch. Oder Italienisch, Indisch. Ja. Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Denkst du, dass das schon perfekt ist? Ich habe ein Video gesehen, da hat der zwei Sätze gesagt. Und da ich jetzt nicht Japanisch oder Indisch kann, der hat Japanisch und Indisch übersetzen lassen, seine zwei Sätze, deswegen diese Beispiele. Ich hätte vielleicht den Satz vielleicht irgendwie entziffern können, den Japanischen. Also. Ja, ich überlege gerade, wie der YouTuber hieß, aber ich komme nicht drauf. Aber das war so ein Technik-YouTuber. Das war sehr beeindruckend, also. Da könnte übrigens man zukünftig. Rennen, ne? Du bist immer noch nicht drin. Nur so ja, am Rande. Ich gucke zu. Ich gucke Rikos einfach zu. Kein Problem. Ja, wir alle gucken Rikos gerne zu. Auf der Mondblickstraße. Die Idee ist schon cool an sich, ne? Da ja. Hast du recht. Also. Muss ich hier aufnehmen und muss nicht mehr selber fahren? Das ist natürlich sehr praktisch. Ist doch perfekt, oder? Kannst du zurücklehnen, kannst ein Eis essen. Ja, genau. Ich habe hier auch einen Eistee, allerdings Skandal. Ich hoffe, du sitzt. Warte. Ich muss mich noch anlehnen. Sekunde. Okay, jetzt, ja. Okay. Ich habe vergessen, diesen Eistee zu kühlen, deswegen trinke ich jetzt lauwarmen Eistee. Oh mein Gott. Ja. Das ist ja wie im Sommer. Ich hätte mir jetzt nicht getraut, das zu erzählen, wenn Zellos hier wäre, deswegen dachte ich. Der hätte direkt den Kanal gelöscht. Der hätte mich verprügelt. Und den Kanal gelöscht. Danach. Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist das so, ja. Deswegen umso besser, dass er nicht da ist heute. Ja, jetzt pass auf, wenn er jetzt gleich im Stream schreibt, dann. Ne? Ich glaube nicht, dass er im Stream. Ja, wobei doch, es ist Zellos. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass er im Stream ist, wenn er mit seinen Eltern essen ist, aber es ist Zellos. Also. Na gut, wenn er jetzt noch essen ist, direkt nicht vielleicht, aber wenn die fertig sind, also man sollte aufpassen auf jeden Fall. Ja. Aber wir würden ja sowieso nichts Schlechtes über ihn reden. Niemals, nur Gutes. Ja, eben. Ja, nee, aber das mit den KIs, mit den künstlichen Intelligenzen, das ist ein Thema, was ich tatsächlich echt irgendwie sehr krass finde. Ich habe ja auch mir vor ungefähr einem halben Jahr ChatGPT, wahrscheinlich als letzter Mensch, runtergeladen. Ich hab's noch nicht. Und also ich nutze diese Free-Version, die keine Verbindung zum Internet hat, damit die Menschen sich nicht selber umbringen. Ist wahrscheinlich auch schlau, das so zu lassen. Was meinst du mit dem? Ja, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, hallo, wie ist das Wetter heute? Dann sagt er, hallo, ich bin ChatGPT, ich bin nicht mit dem Internet verbunden, weil die Menschen zu dumm sind und das missbrauchen würden. Ah, okay. Es gibt auch eine teurere Version, ich weiß nicht, ob die Internet hat, also das ist auch eine neuere Version, die kostet keine Ahnung wie viel, aber gebe ich auch kein Geld für aus. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die Internet hat, aber nach der Argumentation, die ChatGPT in der Version nutzt, die ich benutze, vermute ich mal, dass es da auch kein Internet gibt. Und bis das alles ausgereizt ist, perfekt. Weil die noch nicht wissen, wie man sich schützen könnte dann so vor dem ganzen. Ja, man muss ja nur mal, also ich äußere mich ja nicht so gerne politisch in Streams. Ich versuche das ja zu vermeiden, aber es gibt ja bestimmte Parteien auch in Deutschland, die jetzt vielleicht ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts sind. Ja. Und wenn du dann irgendwie googeln würdest, was weiß ich, hat Kanzler XY eine Affäre? Und diese Schmurkspartei würde das einfach als Lüge auf deren Homepage verbreiten.
Da würde die künstliche Intelligenz das natürlich aufgreifen. Ne? Deswegen ist Populismus, oh geil, Delfin Lagoon, ich liebe dieses Lied, in der Sicht sehr gefährlich. Und deswegen, bis die Menschheit sich nicht selbst zerstören will, vielleicht auch sinnig, das erstmal nicht mit dem Internet zu verbinden. Glaube aber das schon, dass da viel mit Internet verbunden ist, schon an sich von diesen KIs. Also. Ich habe übrigens die KI gefragt, ob sie die Gentle Idiots kennt. Ja. Es Und? gibt, die hat gesagt, na, ja, es gibt irgendwie Komiker, die so heißen. Aber Aha. ich habe dann Wo kommen Gentle die Idiots her? gegoogelt und habe diese Komiker auch nicht gefunden. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, Hättest du doch mal fragen können, die KI, wo die herkommen, was die machen soll ich das mal und. machen, hier live im Video? Ja, klar. Oh, Moment, aber geht das hier mit Sprechen? Ich glaube, ja. Ich tippe sonst immer, deswegen muss ich immer gucken. Ja, ich warte so lange. Ja. Start new recording. Kennst du die Doch. Gentle Idiots? Du hast Glück, deine Delfinlagune wurde gewählt. Und sie antwortet, ja, ich kenne Gentle Idiots. Sie sind eine Band aus Deutschland, bekannt für ihre humorvolle und musikalisch vielfältige Darbietung. Wo kommen die her? Muss ich nach dem Rennen fragen. Okay. Ich muss jetzt erstmal fahren. Ich frag gleich, oder ja. Prioritäten. Genau, Prioritäten. Nee, und ich finde das sehr interessant. Und da kann man ja auch sagen, erstell mir eine Präsentation über Weißwurst und dann, ja, so könnte die Gliederung aussehen. Ja, ich habe keinen Bock, was selber zu machen. Kannst du mir den Inhalt sagen? Ja, hier. Und dann gibt die dir alles selber vor. Und das wird Ist die schon krass, ne? Arbeitswelt so krass verändern und diese. Ich bin jetzt selber ein alter Sack, aber ich sag mal, die wirkliche Boomer-Generation, man sagt ja immer Boomer auch zu Leuten, die keine Boomer sind. Ich sag jetzt mal, die Ü50-Leute, die sind dann quasi gefickt, wenn jüngere Leute einfach künstliche Intelligenz benutzen, um das zu tun. Ja. Weil die das gar nicht checken. Wie soll denn ein 48-jähriger Lehrer das checken, wenn du ein Referat machen sollst über, was weiß ich, die Entwicklung der Sinti oder sowas und du Völlig googelst. unmöglich. Also er kann natürlich die Wikipedia-Sachen sich ausdrucken. Ja, aber das ist ja was anderes als ChatGPT. Also Ja, klar ich wird das weiß, darauf basieren das ist ja, größtenteils, die aber. gehen ja auf mehrere Quellen normalerweise. Also Ja. ja und nein. Also. Aber ist ja interessant, dass es eine Band gibt, die Gentle Idiots heißt. Das ist eigentlich frech, oder? Wir haben uns gar Ja. nicht mal Erlaubnis gebeten. Und vor allen Dingen findet man die im Internet auch nicht, also. Ja, also dann sind wir die Echten. Ja. Weil uns findet man im Internet. Das müssen wir uns wirklich auf Beer and Play oder Also wie unser Logik. Kanal zuerst heißen sollte, umbenennen. Ja gut, das wäre ja auch noch okay. Dann müssen wir aber wieder anfangen, mehr Bier zu trinken. Ne? Also. Ja, oder Demenz-LP. Das war ja auch der Plan. Einfach immer den Ah, gleichen Part hochladen jeden Tag. Das Problem an der Sache ist, es ist. Ich finde die Idee halt so Das mega ist. witzig. Ich glaube Der auch, dass Gedanke das. ist witzig, aber die Krankheit ist halt so scheiße, dass man darüber vielleicht. Ja. Dass man es da vielleicht nicht so machen sollte. Nee, Also, ja, du hast ja. schon recht. Aber ich denke, dass dieses Prinzip von Demenz-LP, wenn es von YouTube von der Technik zugelassen worden würde, weil Fun Fact, die würden einfach dann das Video sperren und sagen, das hast du bereits gestern hochgeladen. Das kann ich aus eigener Ist das Erfahrung so? berichten, weil ich das mal aus Versehen gemacht habe. Oh. Und, Damit kann man auch manchmal Uploads wieder aufnehmen, die man abgebrochen hat ja, das ist auch versehentlich. neu, so seit 2 Jahren oder so. Ja. Soweit 2 Jahre alte Neuigkeiten neu sein können. Ja, Aber in gewisser Weise schon, weil man kennt ja auch noch die alten Zeiten, je die älter dann man wird, nicht neu desto waren. neuer werden alte Sachen. Genau, und desto älter werden alte Sachen. Genau. Auch. Und ältere, neuere Sachen werden dann neuer und älter Neuer gleichzeitig. und älter. Ja, genau. Ah, Mist, bin Perfekt. ich hier runtergefallen. Oh, ich bin Zehnter. Was ist denn das für ein Raum, ey? Ich war die ganze Zeit total entspannt Erster und dann wurde ich hart gemario-kartet und bin jetzt Zwölfter. Fand ich Ey, nicht so angenehm. ich hatte gerade einen Goldpilz vor mir, wirklich in engester Sicht fünf Leute und ich konnte mit dem Goldpilz keinen davon einholen. Achso, ich wollte ja fragen, Weiß nicht. wo kommen die her? Moment. Ja. Schnell wieder Bildschirm entsperren. Welche Musikrichtung war das? Ah, das frage ich auch noch. Was für eine Musikrichtung ist das und wo kommen die her? Jetzt muss das halt erst wieder übersetzen. Die Gentle Idiots sind eine deutsche Band, die eine vielfältige Musikrichtung bedienen. Ihr Stil ist eine Mischung aus Alternative Rock, Indie Rock und Pop Rock. Sie kommen aus Köln. Und das ist aber eine Lüge. Die Original Gentle Idiots sind auf YouTube unterwegs. Ja, konvertiert den Text. Dauert jetzt. Jetzt hat er, glaube ich, gerade Probleme mit dem Internet hier. Ich finde aber auch wirklich nichts dazu, ne, Nee. zu dieser Band. Es tut mir Alles gelogen. leid für die Missverständnisse. Offenbar gibt es mehrere Künstler oder Gruppen mit dem Namen Gentle Idiots.
Wenn es sich um eine YouTube-Präsenz handelt, die nicht mit der von ihr genannten Band übereinstimmt, könnte es sich um eine andere Gruppe handeln. Leider habe ich keine spezifischen Informationen über diese Gruppe. Ich würde nicht. Ja, das ist traurig, ne? Toll, also wenn das die Zukunft ist, dann bin ich mit Google immer noch besser dran. Aber jetzt habe ich ja eine neue Theorie. Ich muss mal gerade 10 Minuten nehmen wir auf. Wir wurden ja gebottet. Irgendjemand hat uns, ja, keine Ahnung, 500 Abonnenten geschenkt oder wollte uns damit diskreditieren, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das macht. Wir wissen auch nicht, warum. Aber vielleicht ist es ja die Band, weil die unseren Kanalnamen haben wollen. Jetzt haben wir es raus, ja. Also im Grunde sehe ich für wen auch immer, der das machen würde, weder einen Vorteil noch einen Nachteil, das zu tun. Ja, das kostet doch auch Geld. Oder glaubst du, dass irgendein Mensch 1000 Account hat? Der muss uns ja dann auch hassen. Und vor allen Dingen, das muss ja auch ein Deutscher sein, damit er uns hasst, weil sonst versteht er uns ja nicht. Oder ist es Random Spam? Also er gibt irgendwie alles. Zunächst mal, Deutsche hassen ja grundsätzlich recht gerne. Ne? Ja, das ist ja, Deutsche sind neidisch. Ja, bestimmt. Ja, genau. Ne? Und feindlich und so weiter. Alter, was ist das denn hier für ein Raum? Wie werfen krass, die denn oder? Die Items? Schon wieder bei Schwester. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging darum, dass Deutsche scheiße sind und ja. Nee, das ist davor mit dem Channel jetzt mit der Band und. Genau. Achso, mit den Bots, darum ging's. Genau. Ich weiß halt auch nicht so richtig für uns, ob das irgendein Vorteil oder Nachteil bringt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das für uns auch völlig irrelevant ist. Ja. Also ich das ist so eine Aktion, wo du halt überlegst, ja, bringt das jetzt irgendwem irgendwas? Außer mehr Arbeit? Vielleicht denkt er, dass wir uns dann ärgern oder so. Ist mir egal. Ich habe mir auch. Es ist ja auch nicht mal so, dass wir damit Geld verdienen oder so. Es ist ja einfach nur ein Hobby. Also, ja. Ich will mir kein Geld verdienen. Ich hasse Geld. Ja, ich auch. Naja, fast. Also wir. Eigentlich liebe ich Geld, aber das muss niemand wissen. Nee, aber wir hassen das ja offiziell, deswegen. Genau. Offiziell sind wir arm. Gegen den Kapitalismus und gegen Franzosen. Und, ach ja, genau. Gegen Franzosen. Kleiner Spaß. Eigentlich mag ich Franzosen tatsächlich, aber... Kennt gar keine Franzosen, glaube ich. Ich habe sogar Franzosen in der Verwandtschaft, aber die hassen meine Eltern, deswegen habe ich... Was? Bist du Franzose? Nein! Lass mich doch... Ich muss mich hier sehr rechtfertigen. Also, ich bin natürlich kein Franzose. Aber von meinem Vater, der Bruder, hat eine Französin geheiratet, sodass ich eine französische Tante und französische... halb französische Cousins und eine halb französische Cousine habe. Aber dadurch, dass meine Mutter diese Tante hasst und die Tante meine Mutter, ich weiß nicht, wer wen mehr hasst, habe ich keinen Kontakt mehr zu denen und ja. Aber für mich macht sich das zu einem Franzosen. Da bin ich aber auch ein Ostdeutscher, weil meine Frau aus Ostdeutschland kommt. Zitat meiner Frau, du bist mehr Ossi als Franzose, als ich ihr das irgendwann mal gesagt habe, dass ich französische Verwandten habe. Ah. Ja. Okay. Das kann ich verstehen. Ja, du bist auch Ossi. Du bist Ostfranzose. So, letztes Rennen für diesen Part. Wir probieren mal die 20 Minuten irgendwie einigermaßen einzuhalten. Ja. Ja, keine Ahnung. Das mit dem Spammer, das Einzige, was ich mir theoretisch vorstellen könnte. Jetzt kommt's. Aber das ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Weil es gibt ja diese YouTube-Menschen, die das hauptberuflich machen, die auf diese Analytics-Zahlen achten. Und es gibt ja durchschnittliche Wiedergabe. Zeit und die Insgesamtwiedergabezeit. Wenn jetzt jemand natürlich 900 Mal, wie das scheinbar passiert ist, auf unser F-Sido geklickt hat und das jedes Mal für nur eine Sekunde gelaufen lassen hat, senkt das natürlich unsere durchschnittliche Wiedergabezeit, was uns grundsätzlich egal ist, weil es ein Hobby ist, aber theoretisch schadet es uns. Andererseits kriegen wir dadurch auch mehr Klickzeit, weil wir 900 Sekunden Klicks kriegen. Ja, eben. Aber hast du das gesehen in dem Video, dass das tatsächlich weniger Abspielzeit hatte? Nee, das war jetzt nur eine Vermutung, habe ich noch nicht geguckt. Weil du kannst, ich habe in das Video reingeguckt und ich dachte, wenn mich nicht getäuscht habe, ich habe einen Stopp verkackt, dass das trotzdem vernünftige Wiedergabezeiten waren. Okay. Ich habe nicht reingeguckt. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wenn jemand da 1000 Mal draufklickt, dass der das nicht anguckt. Also. Weißt du, was ich eigentlich viel gemeiner fand? Was? Also wer auch immer das jetzt war und was er sich dabei gedacht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir hatten auf dem F-Zero-Video diese vielen Klicks und dann auf dem nächsten Video, das war glaube ich Pikmin 4, ne? Nochmal? Kann sein, und dann ja. Und dann das nächste Video ist das Smash-Video und da ist es nicht mehr, das fand ich nicht in Ordnung. Weißt du, ausgerechnet bei dem hören die da wieder auf. Was ich übrigens auch schade finde, ja. Liebe Grüße an der Stelle an den, ich kenne diese Strecke nicht, an den User Richard, der schreibt uns immer ganz liebe, nette Kommentare, auf die ich jedes Mal antworten will, aber dann löscht er die immer wieder. So kann ich dir nicht auf deine Kommentare antworten. Ja, lass die gern drin. Ja, also ich glaube, Richard heißt der. Also es freut uns, wenn wir solche Kommentare bekommen. Wir würden auch gerne darauf antworten. Das dauert nur manchmal ein bisschen, weil wir alle berufstätig sind. Und genau, du musst die Kommentare nicht löschen. Ja, also lass es gern stehen. Es gibt auch nicht so viel, wie du dich schämen müsstest. Ja, wobei, wenn man unseren Kanal guckt, das ist schon ziemlich peinlich, aber...
Wobei, ja, jetzt sind wir ja prominent, wir wurden gebottet. Vielleicht ist das das Problem. Er hat einen Kommentar geschrieben und dann dachte er, scheiße, wenn das jemand sieht, dass ich da kommentiert habe. Der Kanal ist zu klein, ich kaufe den schnell. 1000 Abos. Ja, kann auch sein. Aber dadurch, dass es ja niemand sieht, kann es ja auch gar nicht peinlich sein, weißt du? Ja, aber... Lieber ja. Richard, klär uns auf. Hast du uns neu... Nein, Spaß. Nein, das war jetzt ein Witz. Du warst es garantiert nicht. Diese Strecke ist so schrecklich. Und ich finde die komisch. Und Sterne. Ach, das ist, wobei, hier sind Blumen. Nice. Ich will mich gar nicht aufregen über das Spiel, das war auch gar nicht so gedacht, ne? Aber ich habe halt nur die falschen Items gerade. Mario Kart ist eigentlich da, sich darüber aufzuregen. Ja, aber nee, das mache ich lange nicht mehr. Also zumindest nicht mehr wirklich. Ja, ich habe auch letztens tatsächlich. Ah, Mist, ich kenne diese Strecke halt nicht, jetzt bin ich hier ans Ausgefahren. Ich habe tatsächlich mal über Mario Kart 9 nochmal so ein bisschen nachgedacht, so in Anführungszeichen retrospektiv, es ist ja noch nicht so alt. In letzter. Ja, weil ich mich halt auch mit dem Thema N64 beschäftigt habe. Ich habe mir eine N64 ja gekauft. Sehr gute Entscheidung. Und dann musste ich an Mario Kart 64 und an Mario Kart Wii denken. Warum, sage ich gleich, ich muss kurz. Achso, Aufnahme, ist der Part ist eigentlich vorbei. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Cliffhanger. Tschüssi. War jetzt ein bisschen gemein, aber ihr werdet es überleben. Ist schon in Ordnung so. Tschüssi.